Ich muss hier raus. Ein Caracasa Corso. Schön leise. Schnell. Das wird nützlich sein. Hast du richtig gebetet? Natürlich. Das sieht übel aus. Meinst du, die Leute darin werden es überstehen? Das können wir nur hoffen. Ich hasse es hier. Ich muss durch das Kaufhaus, um nach Hause zu kommen. Aber der Tapper kommt, wenn man hier nachts allein durchläuft. Der Tapper? Eine unsichtbare Kreatur, die Fußabdrücke hinterlässt. Und bei jedem Schritt wird man ein Tapp, Tapp,
Könnte das etwas mit unserem Kumpel zu tun haben? Möglich. Sehen wir uns diesen Ort genauer an. Sind welche. Da stimmt was nicht. Wir haben Fußabdrücke, aber ich spüre nichts. Was glaubst du, wohin sie führen? Finden wir es raus. Dann mal ab nach oben. Eine Art Eingang. Meinst du, da kann man einfach reingehen? Müssen wir. Folge dem Tapper. Los! Und da sind wir, völlig orientierungslos in was auch immer das ist. Labyrinth ist das richtige Wort. Wo müssen wir lang? Tapper scheint weitergegangen zu sein. Schätze, wir müssen bleiben. Dieser Aufzug noch funktioniert? Thank you.
Vielleicht können wir über diese Plattform gehen. Dieser Junge sieht wie eine Hülle aus. Der Tapper muss was mit ihm zu tun haben. Sie sind verschmolzen? Endlich habe ich meinen Körper wieder. Du bist also der Tapper, hm? Ja, so haben die mich genannt. Ich wollte nur meinen Körper zurück. Ganz ehrlich. Ich habe lange nach ihm gesucht, seit er in dieses große Loch gezogen wurde. Und als ich ihn dann gefunden habe, konnte ich nicht an ihn ran. Geht mir auch so. Bin selbst per Anhalter unterwegs. Das ist blöd. Ich hoffe, du kannst auch in deinen Körper zurück. Danke für eure Hilfe. Machen wir dieses Loch jetzt zu. Weißt du, wenn ich über diesen Jungen nachdenke, dieser Riss hätte auch mich reinziehen können. Ja, ist ja nett von dir, dass du mich nicht allein gelassen hast. Deine Sorge um mich ist rührend.